Das ist die Geschichte von Hans. Hans ist ein süßes, kleines Monster, das... Mein Gott, Hans, pass auf! Okay. Dann erzählen wir Ihnen eben die Geschichte von Dust, dem tierischen Helden des gleichnamigen Action-Adventures Dust an Elysian Tale. Übrigens wurde der Download-Titel in 3,5-jähriger Arbeit von nur einem einzigen Mann designt und programmiert. Das ist schon eine Leistung. Schauen wir mal, ob sich der Aufwand auch gelohnt hat. Dust hat ein Problem. Er kann sich an nichts erinnern. Nee, der Kerl war nicht auf dem Oktoberfest, der hat sein Gedächtnis verloren. Und das fängt schon bei seinem Namen an. Dust ist nämlich nur der Name, den Ara ihm gegeben hat. Haben wir schon erwähnt, dass Ara ein sprechendes Schwert? How? For what purpose? That I do not know. Und dieses fliegende Fellknäuel namens Fidget, die Hüterin der Klinge, ist? Stop! Stop right there! Sie sehen, in Dust geht's fantastisch zu. Mit Ara und Fidget im Gepäck versuchen wir nicht nur unser Gedächtnis wiederzuerlangen, sondern auch die mysteriösen Monsterangriffe im nahegelegenen Dorf aufzuklären. Und schon bald hegen wir den Verdacht, dass wir nicht der strahlende Held sind, der wir zu sein scheinen. Dust. My name is Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Die in Dialogsequenzen erzählte Geschichte hört sich spannend an, ist aber nicht immer gelungen. Zwar glänzt die Story durch viele witzige Szenen, wie zum Beispiel diese. He'll buy them at a high price. Yes, I will. Schwächelt dafür aber manchmal in den ernsten Momenten, die häufig sehr kitschig und melodramatisch daherkommen. Ashes to ashes. Dust to dust. Eines steht in Dust an der Tagesordnung. Flotte, gut von der Hand gehende Kämpfe vor hübscher 2D-Kulisse. Damit die Schnetzeleinlagen nicht nach einer Minute langweilig werden, stehen uns verschiedene Kombos wie Luftattacken und Schmetterwürfe zur Verfügung. Außerdem beschießt Fidget auf Knopfdruck unsere Gegner. Die Attacke ist vom fliegenden Pelzvieh zwar lieb gemeint, richtet aber kaum Schaden an. Wenn wir allerdings zugleich unsere sogenannte Staubsturmattacke aktivieren, sieht das Ganze gleich anders aus. Zu lange dürfen wir unser Schwert allerdings nicht rotieren lassen, sonst macht es Aua. Hin und wieder treffen wir auch auf größere Fieslinge, denen wir erst nach einem ordentlichen Konter Schaden zufügen können. Für jeden Treffer ohne Feindunterbrechung erhöht sich übrigens der Kombozähler. Je höher dieser am Ende eines Gefechts ausfällt, desto höher auch der Bonus, den wir auf unsere Erfahrungspunkte bekommen. Jawohl, in Dust gibt's auch Erfahrungspunkte. Und haben wir davon genügend erreicht, gibt's klassischerweise einen Levelaufstieg. Der erlaubt es uns, wer hätte das gedacht, einen Fähigkeitspunkt in den Bereichen maximale Gesundheit, Angriff, Verteidigung und Fidgets Geschossen zu vergeben. Wer zum Beispiel nur auf Angriffskraft setzen will, kann das allerdings nicht machen, denn der höchste Fähigkeitswert darf maximal 4 Punkte über dem niedrigsten liegen. Schade, dass uns Dust hier nicht die freie Wahl lässt. Gegner schenken uns nach ihrem Ableben aber nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch Baupläne für Ringe, Kleidung, Waffenupgrades und ähnliches. Damit wir uns die beim örtlichen Schmied herstellen lassen können, müssen wir erst die passenden Materialien sammeln, die wir ebenfalls von getöteten Feinden erhalten. Wer nicht stundenlang farmen will, dem bietet Dust eine coole Alternative. Bei den überall in der Spielwelt verteilten Händlern ist alles, was wir einmal verschachern, fortan erhältlich und wird regelmäßig aufgestockt. Sobald wir also einen bestimmten Rohstoff zum ersten Mal gefunden und verkauft haben, müssen wir uns nicht erneut auf die Suche machen, sondern können ihn in Zukunft bequemerweise einfach käuflich erwerben. Rohstoffe und ähnliches finden wir übrigens nicht nur bei den Gegnern, sondern auch in Kisten, die wir nur mit Schlüsseln aufbekommen. Die Schlossöffner sind allerdings nicht immer einfach zu erreichen. Hier müssen wir zum Beispiel diese fliegende Fruchtbombe unter Zeitdruck mittels Staubsturm an die Mauer klatschen. Nach einem kleinen Minispiel ist die Truhe dann offen. Zusätzlich stoßen wir auf Gefangene in Käfigen, die uns nach ihrer Befreiung einen dauerhaften Gesundheitsbonus gewähren. In diesem Fall sogar ein Stargast, Super Meat Boy, das kleine Fleischklöpschen.
Ganz im Metroidvania-Stil finden wir immer wieder Orte, die wir anfangs noch nicht betreten können. Dieses Resonanztor zum Beispiel will uns einfach nicht durchlassen. Statt eines Schlagbohrers finden wir später einen passenden Resonanzstein und schwupps, weg ist das Ding. So ein Schlagbohrer wäre aber auch cool gewesen. Neben der Hauptstory haben wir in Dust die Möglichkeit, unterschiedliche Nebenaufgaben zu erfüllen. Dieses kleine Mädchen bittet uns zum Beispiel, ihren Bruder zu finden. Dieser werte Herr wiederum sucht nach seiner Freundin. Sonderlich spannend sind diese Sidequests nicht, locken dafür aber mit kleineren Schätzen. Zudem gibt es noch Wettkampfarenen, in denen wir auf möglichst kurze Zeit alle Gegner erledigen und das Ziel erreichen müssen. Unsere Punktzahl können wir dann mit anderen Spielern vergleichen. Netter Zusatz, allerdings lässt sich der Wettlauf gegen die Zeit nicht neu starten, sobald man ihn begonnen hat. Wer also am Anfang einen Bock schießt, muss trotzdem bis zum Ende weitermachen. Mit 5 Kapiteln in verschiedenen Umgebungen wie Wälder, Berge und Höhlen und den dazu passenden Feinden ist Dust ebenso abwechslungs- wie umfangreich ausgefallen. Wer alle Nebenmissionen mitnimmt, wird gute 10 Stunden beschäftigt sein. Spieler, die alle Geheimnisse aufdecken und jeden Winkel sehen wollen, dürfen noch ein paar Stündchen draufschlagen. Trotz der schicken Inszenierung und der guten Spielbarkeit haben sich ein paar Längen eingeschlichen. Für ein Spiel, das viel Wert auf Action legt, gibt es schlicht zu wenige Schlagkombinationen. Bereits nach kurzer Zeit haben wir fast alle Kombos gelernt und so verlaufen die späteren Kämpfe eher routiniert als spannend. Technisch gibt es an Dust nur wenig zu bemängeln. Wunderschöne, farbenfrohe und detaillierte Hintergründe, atmosphärische Wetterwechsel und flüssig animierte Sprites sorgen für die passende Fantasy-Stimmung. Das gilt übrigens auch für den tollen Soundtrack. Einzig die Qualität der englischen Synchronisation schwankt ein wenig, geht aber größtenteils in Ordnung. Yes? Well, that was a noble thing to do. So thank you. Dust erschien übrigens ursprünglich als Xbox Live Arcade-Titel und lässt sich dementsprechend mit einem Gamepad problemlos steuern. Allerdings geht das Schnetzeln mit Maus und Tastatur ebenso flüssig von der Hand. Alles in allem eine sehr gute Portierung. Dust hat mit einigen Schwächen wie den später etwas langatmigen Gefechten und der Bevormundung bei der Charakterindividualisierung zu kämpfen. Auf der anderen Seite bietet das Action-Adventure für einen kleinen Indie-Titel, der nur 14 Euro kostet, eine liebevoll gestaltete Spielwelt, die durch das Metroidvania-Konzept immer wieder zum Erkunden einlädt. Wer sich dafür und für tierische Figuren im Fantasy-Setting begeistern kann oder wer schon immer mal sehen wollte, wozu eine einzelne Person in 3,5 Jahren fähig ist, der sollte zuschlagen. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich gehe mal um Hans trauern.